So Leute, wir starten direkt auf Wake Island. Wir spielen Squad Rush. Und ausnahmsweise lasse ich mal nicht den Hardcore Pitbull raushängen, sondern wir spielen den Normalmodus. Ich möchte euch ein wenig entgegenkommen. Ihr mögt den ja wohl nicht so ganz, den. Nehmen wir mal Artemis und Werkzeug. Ihr mögt den ja nicht, den Hardcore-Modus. Aus dem Grund, ja, komme ich euch mal ein wenig entgegen und versuche mal zu erkennen, was daran so besonders sein soll, wenn man nicht im Hardcore-Modus spielt. Ganz kurz wollte ich mich bei euch bedanken, dass ich an einem Tag 68 Abonnenten bekommen habe. Ich werde euch auf jeden Fall nicht enttäuschen. Ich werde in der Zukunft nicht nur Shooter zeigen. Ich habe Battlefield-Fans, Call of Duty-Fans, FIFA-Fans und noch andere Leute, andere Fans. Deswegen werde ich für jeden was dabei packen. Haben wir ein paar Feinde da hinten. Ihr merkt auch, dass die Kugeln irgendwann auf der Entfernung, wenn ich zu weit wegschieße, dass die Kugeln runtergehen. Das ist genauso wie mit dem Sniper so. Ist bei Call of Duty, glaube ich, auch nicht der Fall. Bei Call of Duty ist vieles nicht der Fall. Der Trick mit dem Hinlegen beim Schießen kann man auch vergessen. Denn man kann nicht zielen, wenn man sich hinlegt. Wie man hier sieht, zack. In der Zeit hat er mich schon längst erschossen, mein Gegner. Da ist er ja. Ihr seht, ich treffe fast nichts mehr. Ja, Hilfe bei Kill. Hilfe bei Kill. Kill durch Niederhaltung. Leck mich am Arsch. So, da vorne ist ein Gegner. Den hole ich mir. Dauerfeuer, der größte Fehler, den du machen kannst, obwohl ich jetzt gerade Glück gehabt habe. Denn da verzieht die Waffe komplett. So, ich habe nichts zum Wiederbeleben. Bin ein Pionier. Da sind wieder zwei Gegner. Und ja, warum jetzt ein Live-Gameplay und kein nachkommentiertes Gameplay? Folgendes: Wir haben heute Donnerstagabend, halb 10. Ja, danke. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, dass ich nicht mehr so gut bin bei Battlefield 3. Aus dem Grund mit der Steuerung. Und ja, morgen kommt trotzdem das versprochene Battlefield-Video, wie versprochen, ja. Und da versuche ich mich an, richtig anzustrengen. Jetzt zeige ich euch, dass es sehr schwer ist, dass ich mich erstmal wieder an das Game gewöhnen muss. Super, ein bisschen höher mit dem Fadenkreuz. Seht ihr, im Hardcore-Modus wäre dieser Kollege schon längst tot. Schon längst. Nach dem zweiten Schuss wäre er schon im Schlaf gewesen. Aber nein. Konnte ich erstmal wieder schön nachladen. Ich glaube, wir verlieren das Ding auch noch. Yep, das war natürlich klar. Angeblich soll die FAMAS so gut sein. Die versuche ich mal jetzt zu nehmen, wenn ich die habe. Ja, du brauchst ja auch kein Medipack da hinlegen, weil du auch. Ich glaube, du heilst dich von alleine. So, haben wir die FAMAS hier? FAMAS, FAMAS, FAMAS. Ich glaube, die habe ich gar nicht. Wenn ich die habe, bin ich blind. Nee, die habe ich nicht. So ein Käse aber auch. Egal, weiter als Pionier, oder? Ja, komm, nehmen wir mal Arzt. So, dann können wir auch mal ein paar Leuten helfen, die meine Hilfe in Anspruch nehmen. Sprachfehler des Todes. Da hinten ist ein Gegner. Meine DAO. Die heißt, glaube ich, Striker bei Call of Duty. Ich habe hier die Splitter-Munition im Hard. Ey, schon wieder Kill durch Niederhaltung. Das ist doch peinlich. Ist ja gar nicht meine DAO. Ist natürlich auch wieder peinlich. Ich habe, glaube ich, die M4A1 oder so. Nicht mal richtig hingeguckt, was ich habe. So, was müssen wir eigentlich machen? Verteidigen, ne? Hallo, erstmal. Will der mich ver. Ah, ne, da kam noch einer rein. Gibt's doch nicht. Jetzt wollte ich den einen killen, den anderen wiederbeleben und dann hätten wir das Ding geritzt. Aber nein. Pitbull hat's wieder verkackt. Er verkackt im Heu. Häufe. Häufiger. So, hinter uns zwei Gegner. So, den ersten, der ist mir schön ins Gesicht geschossen. Nochmal 20 Retterpunkte bekommen. Irgendwo braucht jemand einen Arzt. Ich bin natürlich zur Stelle. Der Pitbull-Arzt. So, da bitteschön. Bräuchte natürlich wieder selber einen Arzt. Aber hier heilt man sich ja selber. So. Hier müssen wir jetzt aufpassen, dass keine Gegner kommen. Claymores habe ich keine. Kann aber mal ein Medipack da hinlegen. Als Willkommensgeschenk, wenn die Gegner kommen. So. Hier habe ich einen Feind gesehen da hinten. Da habe ich noch einen gesehen. Ich traue mich gar nicht zu schießen.
Aber schön in dein Gesicht, mein Freund. Oh Gott. Gott, Gott, Gott. Das Problem ist, wenn ich Dauerfeuer mache, verzieht die Waffe sowas von, dass ich gar keine Chance habe zu treffen. Wenn ich mit einem Einzelschuss schieße, passiert dasselbe wie eben, dass ich auch nicht treffe. Der M416 spiele ich. So. Skuska 93. Bei dir starten wir jetzt. Da ist direkt ein Feind. Zwei Feinde. Den einen hole ich mir nicht. Den anderen. Erstmal mein Freund hier wiederbeleben. Zack! Also wenn das keine Taktik war, dann weiß ich auch nicht. Das war ein Fail, würde ich sagen. Gott, sind wir wieder schlecht. Wie viel haben wir denn? 3 zu 4. Ey, ich habe nicht mal alte Gameplay-Kommentare, alte Gameplays von mir auf der Festplatte. Dann würde ich euch ja zeigen, dass ich früher wesentlich besser war als jetzt und ich wieder voll in das Spiel rein muss. Sowas von dran gewöhnen. Die ganze Steuerung ist sowas von, ich sag mal, beschissen, sage ich. Denn bei Call of Duty ist die um einiges besser. Oh Gott, jetzt habe ich. Da ist ein Kumpel von mir, hoffentlich erwische ich den nicht. Hab ihn nicht erwischt, aber der Typ hat mich mit der Pistole erwischt. Das Join dauert so lange in dem Spiel. Mir macht das Spiel eigentlich Spaß, falls ihr mich später fragen werdet. Obwohl wir jetzt sowas von verloren haben. Gut, das Gameplay war jetzt sowas von schnell fertig. Da überlege ich, ob ich nochmal eins hinten dran hänge. Ich denke mal, ich mache einfach jetzt mal noch ein Gameplay. Also ich lasse es direkt weiterlaufen. Überspringen wir den Spaß und warten, bis es in 36 Sekunden weitergeht. Mir macht Battlefield Spaß. Vor allem, wenn ich die ganze Zeit Call of Duty spiele und dann Lust habe, mal einen Helikopter zu fliegen, mit einem Panzer rumzufahren oder ähnliches, dann greife ich gerne auf Battlefield zu. Aber wie gesagt, die Einstellungen, ich muss echt entweder Call of Duty spielen oder Battlefield. Denn wenn ich die ganze Zeit wechsle, bin ich nur am Ablosen. Ich kann euch gleich mal nach dem Gameplay meine Statistiken zeigen, falls sie euch interessieren, beziehungsweise meine Medaillen und Auszeichnungen, die ich bei Battlefield erreicht habe. So, weiter geht's mit einer alten Map, die ich nicht besonders mag. Aber man kann es ja versuchen. Ich denke, das Gameplay geht auch ganz schnell vorbei. Da wir nur zu 4 sind, glaube ich. 4 gegen 4. Oder 5 gegen 5. Mal gucken. 4 gegen 4. So, dann nehmen wir jetzt mal was. Oh ne, AC ist schon in Ordnung. Aber mit der DAO bitte. Oder ne, ja, ich bin wieder so unentschlossen. UMP45. Mit der gehe ich bei Call of Duty so ab, deswegen gucke ich, ob ich hier genauso abgehe wie bei Call of Duty. So, jetzt oder nie. Hier hast du schon mal so einen Teil, kannst du mitnehmen. Und ab geht er. 5 Sekunden. Haben wir ein Fahrzeug oder muss ich den ganzen Weg runterlaufen? Ja, super. Toller Spaß. Nicht mal Fahrzeuge sind hier. Ist mir auch gerade aufgefallen. Also morgen das Gameplay wird definitiv nicht Squad Rush oder Squad Team Deathmatch oder Squad hast du nicht gesehen sein. Sondern mit mehreren Leuten und Fahrzeugen und Helikoptern und Fallschirm. So, Fallschirm öffnet ein bisschen zu spät. Hab einen Kratzer abbekommen. Aber man bekommt ja seine Lebensenergie nach einer Zeit wieder zurück. Man heilt sich selber. Aber hier beschleunige ich das mal ein bisschen. So, wieder auf 100 und ab geht er. Hier die Granate. Macht damit natürlich meinen ersten Kill. Oder auch nicht. Daran sieht man, dass es live ist. So, hinterm Zaun ist ein... Jetzt habe ich natürlich 3 Leute gesehen. Hab natürlich direkt auf den Falschen erstmal gezielt. Anfängerfehler. Egal. Ich werde jetzt wieder da runtergehen. Erstmal bei dem Kollegen hier spawnen, mit dem Fallschirm da runterspringen. Und die Bombe platzieren. Das ist mein Plan. Wie ich es umsetze, versuche ich jetzt. Erstmal schön über die Mauer hüpfen und mich selber heilen. Da ist schon nochmal ein Ding. Granate rübergeworfen. Und erstmal verpissen. Super, ey. Hammer! Ich glaube, ich hole gleich die Sniper raus und natz die alle von da oben weg. Damit meine Kollegen wenigstens die Bombe platzieren können.
Ist die platziert worden? Nee. Okay, dann holen wir mal ganz kurz die Sniper raus. Dann seht ihr auch mal, wie ich in der Sniper ablose. So, bei dem spawnen wir nicht. Der kann ja überhaupt nichts. Wurde auch natürlich wieder beschossen. Da oben der Typ. Sag ich doch, jetzt ist er tot. Wäre ich bei ihm gespawnt, hätte ich bestimmt auch jetzt einen abbekommen. Ja. Dann wollen wir mal. Wir snipern. Wir haben noch 12 Versuche, deswegen gehen die Gameplays sowas von schnell vorbei. Also für ein Zwischendurch gar nicht mal so verkehrt. Mal kurz, da oben ist ein Kollege und zack, mein Freund! Im Hardcore-Modus wäre der jetzt weg. Aber wir spielen ja keinen Hardcore-Modus. So, 50 Schüsse für einen Kill. So, mal gucken, da ist... Ah, dann wollen wir den nochmal... Zack! Toll, hat ein anderer den geholt. Das nenne ich auch Assi. Von wegen Teamspiel. Killklauerei ist das. So, meine Granate darüber geschmissen und in der Hoffnung, dass ich den Typen hier unten erwische, der auf mich schießt. Ich schwör's euch, Leute, morgen spiele ich Hardcore. Denn der wäre jetzt auch weg mit einem Schuss. Falls ihr euch fragt, warum ich keine andere Sniper nehme, ich habe keine andere. So, jetzt sehen wir hier auch gar keinen. Doch, da. Komme ich wieder von irgendwo Schüsse ab. Weiß nicht, da hinten ist einer. Luft anhalten wäre natürlich auch eine gute Idee. Och, sag mal, Leute. Gehen wir mal ganz links. Ah, Pity ist jetzt dick verkackt. 78% noch Lebensenergie. Gehen wir zu den Kollegen hier. So, jetzt ist meiner. Direkt der erste Schuss vorbei und jetzt ist er natürlich abgehauen. Als Sniper tauge ich natürlich überhaupt nichts. Deswegen, wenn ich jetzt sterbe, kommt die Sniper weg. Einmal getroffen. Und jetzt verpisst er sich. Also im Hardcore-Modus. Ich zeige euch das morgen, Leute. Der Hardcore-Modus mit einem Schuss weg. So soll es auch normalerweise sein, finde ich. Wir haben mit einem Sniper einen Schuss abfeuert und den dann so trifft, sollte der Gegner umfallen. Nochmal getroffen. Nochmal getroffen. Jetzt heilt er sich bestimmt immer wieder auf, der Drecksack. Ja. Ist klar, weg mit der Sniper. Pitbull, du kannst heute, glaube ich, nichts mehr reißen. Deswegen hoffe ich, dass wir morgen was reißen können. Wenn ihr Lust habt mitzuspielen, ihr habt eine PlayStation 3, ihr habt Battlefield, gerne anschreiben, zocken wir mal eine Runde zusammen. Denn ich faile total gerade. Auch morgen bestimmt. Der spielt mit der Usas. Schießt er hier durch die ganze Map da. Guck mal, Schwein pfeift. So, wir haben noch 8 Versuche. So, hingelegt. Rang gescoped. Und... Ja, ist klar. Hilfe bei Kill wieder. Kill durch Niederhaltung. Leute, Leute. Die werden alle schon weg, werden sie. Im Hardcore-Modus. Alle werden tot. Ich hätte, glaube ich, schon 400 Kills. Mal ein bisschen Drecksack. Ich nehme jetzt auch die Usas 12. Die nehme ich jetzt auch, mein Freund. Ich kann mich auch gar nicht aufregen. Ich rege mich eigentlich nur auf, wenn ich wirklich am Verlieren bin. Aber diesmal weiß ich ja, dass ich nichts kann. Wenn man mit so einer Einstellung schon hinkommt, Usas 12, dann weiß man auch, was man... So, ich verliere ja die ganze Zeit. Meine Leute ärgern sich jetzt bestimmt. Hier, ich schieße auch mal durch die ganze Map und erwischte dich nicht. Doch, erwischt habe ich dich mal kurz. So, 7 Schuss hat die Usas. Vor allem, wenn ich sie richtig ausspreche. Ich denke nicht. So. Ganz links auf der Straße lief einer, aber der ist mir sowas von scheißegal gerade. Mich interessieren Kills. Hier, hier ist einer. Nee, hier ist keiner. Ist klar, egal mit welcher Waffe. Pitbull hat einfach gar keine Chance. Habt ihr schon mal so jemanden ablosen sehen? Bei Battlefield? Nicht mal Fahrzeuge gibt's hier. In dem Modus. Jetzt wird schon jetzt mit einem Panzer reinrushen. Und bestimmt auch verlieren.
Definitiv morgen der Hardcore-Modus. Das kann ich euch versprechen. Der wollte euch mal gut tun, wollte euch entgegenkommen und mal den normalen Modus zocken. Aber der ist ja richtig zum Kotzen. Ich verstehe das einfach nicht, warum ihr den normalen Modus spielt. Ich mag den überhaupt nicht. Habt ihr ja gerade gesehen, oder? Sniper-Schuss, der überlebt. Dort wieder angeritzt. Da, guck hier. Zack. Zack. Schon schön getroffen. Okay, ich nehme es zurück. Aber trotzdem. Zwar nur, weil ich sein Gesicht getroffen habe. Schön quer durchs Gesicht geschossen. Hier Dauerfeuer auf ihn. Er lebt natürlich. Waffe gezogen. Zack, nochmal hinterher. Und Kill durch Niederhaltung. Das nennt man Battlefield. So, nachgeladet. Granate geschmissen. Chance ergriffen und schön das Ding gelegt. Durch meine Granate überlebt. Und zack. Weg vom Fenster. Wenigstens habe ich meine Granate überlebt. Wäre natürlich extrem peinlich geworden. Der ist bestimmt ganz cool. Sitzt da die ganze Zeit und snipert. So ein Leben möchte ich auch haben wie der. So, auf ein neues. Pitbull verkackt es heute eh noch. Wir haben noch 5 Versuche. Ich renne die ganze Zeit nach vorne, weil meine nur am Campen sind, die Leute. Gute. Könnt ihr mir eine Waffe empfehlen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Waffe ich nehmen soll. Mir gefällt gar keine mehr hier bei Battlefield. Gar keine. Nicht mal eine Granate habe ich mehr. Nee, mir gefällt wirklich gar keine Waffe, ohne Mist. Ich weiß gar nicht, mit welcher ich spielen soll. Ach, fuck, you. Ach, Mann, Mann, Mann. Da verlieren wir das Spiel. 5 zu 6. Meine Leute nur am Rumcampen. Ich der Einzige. Guck mal hier, der liegt, der ist hinten. Der ist hinten, also 3 Sniper. Und ich bin der Einzige, der es wenigstens versucht. Ich meine, Battlefield ist auf jeden Fall ein Taktikspiel. Bombe legen, erobern. Und das alles im Team, wenn man alleine wie ich jetzt unterwegs ist, hat man nicht viel Chancen, das kann ich euch sagen. Welche Chancen hat man denn da? Nicht viele auf jeden Fall. Boah, ihr seht, ich ziele voll schlecht. Und kriegt direkt wieder eine ab und haben verloren. Und ich verabschiede mich bei euch mit einem sehr schlechten. Was habe ich denn jetzt? 5 zu 7. Aber ihr habt gesehen, ich bin der Einzige, der die ganze Zeit darunter gerannt ist. Der Einzige, der wenigstens was versucht hat zu reißen. Trotz meiner negativen Erfahrung. So, was ich auch schlecht finde, ich kann jetzt den Raum nicht verlassen. Richtig zum Kotzen. Das heißt, ich muss 34 Sekunden warten, um den Raum zu verlassen. Oder ich beende jetzt direkt. Haben die sehr schlecht gemacht. Naja, ich verabschiede mich, Leute. Wir sehen uns morgen mit einem weiteren Gameplay von Battlefield 3. Nachkommentiert, nicht live. Es sei denn, es hat euch so gefallen. Ich denke mal nicht. Ich wollte euch einfach nur zeigen, wie sehr ich faile bei Battlefield. So, wir sehen uns morgen. Macht's gut. Und nochmal vielen Dank für die ganzen Abos, die ich bekommen habe. Ich hoffe, es folgen noch welche.